Daniel Stephan, ehemaliger Welthandballer, was erwarten Sie von der deutschen Mannschaft in diesem Turnier? Ja, ich warte natürlich, dass die Spieler an ihre Leistungsgrenze gehen, dass wir gemeinsam eben Spaß an dieser Weltmeisterschaft haben, dass sie alles geben, alles kämpfen werden und dann wird sich zeigen, was rauskommt. Das ist natürlich nicht so einfach. Der Bundestrainer hat einen großen Schnitt gemacht. Viele etablierte Spieler sind nicht mehr dabei. Da muss man abwarten, wie die Jungen sich auf einem internationalen Turnier entfalten können. Aber ich bin da nicht bange, sondern man geht ins Spiel rein, um das Spiel zu gewinnen. Aber gerade das erste Spiel gegen Russland hat es natürlich in sich. Und wenn wir da gewinnen, dann bin ich überzeugt, dass wir sehr weit im Turnier kommen. Großes Sorgenkind im Moment, Mimi Kraus mit seiner Wadenverletzung. Nachrücker wahrscheinlich Martin Strobel, spielt beim TBV Lemgo. Was kann man von diesem jungen Mann erwarten? Sollte er denn in der ersten Sechs stehen? Also Mimi Kraus, der wird pausenlos von der medizinischen Abteilung vom DHB behandelt. Da ist er in guten Händen und sie versuchen alles auch schon, habe ich gehört, auch schon für das erste Spiel gegen Russland, ihn fit zu kriegen. Aber das ist natürlich nicht sicher. Und Martin Strobel hatte in letzter Zeit oder in dieser Saison beim TBV Lemgo einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Er ist spielerisch etwas weiter sogar als Mimi Kraus. Er müsste ein bisschen torgefährlicher werden. Aber ich traue ihm natürlich zu, jetzt auch diese Mannschaft zu führen, obwohl er noch kein internationales Spiel bei so einem Turnier gemacht hat. Deswegen muss man da immer abwarten, wie er da zurechtkommt. Aber die Klasse hat er auf jeden Fall. Deutschland ist Titelverteidiger. Wer ist denn für Sie Favorit bei dieser Weltmeisterschaft? Gut, Deutschland ist amtierender Weltmeister. Da sagt man sofort, ja, ist natürlich Favorit jetzt auf den Titel. Vor 2 Jahren wurden wir in Deutschland Weltmeister, aber ich glaube, so vermessen dürfen wir nicht sein. Die Favoriten für mich sicherlich Frankreich, individuell die stärkste Mannschaft, wobei Bertrand Gilles, der Weltklasse-Kreisläufer, nicht dabei ist. Aber sie haben individuell die stärksten Typen und natürlich Kroatien mit den fantastischen Fans. Hier in Zagreb werden, glaube ich, 15.000 Fans sein und ich kenne von eigener Erfahrung diese Stimmung, die hier dann herrscht und deswegen sind also Kroatien und Frankreich für mich die Favoriten. Die deutsche Mannschaft bestach 2007 durch diesen unmenschlichen Teamspirit. Ist denn, wenn dieser Teamspirit wieder auftaucht, ist denn die Mannschaft dann zu einer Überraschung fähig? Ja gut, wir dürfen jetzt nicht den Fehler begehen, immer 2007 mit 2009 zu vergleichen, weil das sind zwei verschiedene Mannschaften. Aber wir müssen auch über den Teamgeist kommen. Und es müssen jetzt Führungsspieler hervorstechen, die Verantwortung übernehmen, die halt die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler mitreißen können. Und da ist sicherlich ein Pascal Henz gefordert, ein Toto Jansen, aber auch Mimi Kraus zum Beispiel. Und wenn sie diesen Teamspirit wieder bekommen, den sie vielleicht bei der Olympiade nicht so hatten, dann ist sicherlich für einige Überraschungen die deutsche Mannschaft gut. Und die Gruppenauslosung insgesamt scheint es auch ganz gut zu sein, weil wenn wir vielleicht das Halbfinale erreichen, beziehungsweise in der Hauptrunde kommen wir nicht auf Kroatien oder Frankreich oder Spanien, sondern ich sag mal, in der Hauptrunde ist Dänemark sicherlich der Favorit in unsere Gruppe, Polen und Deutschland und wahrscheinlich noch Russland. Und dann wollen wir mal gucken, was rauskommt.